zu viel. Das große Problem ist die große Oberweite. Zu wenig. Ist ja doch eine Behinderung für einen. Zu verwachsen. Nee, damit kann ich ja gar nicht aufstehen. Für die Schönheit und das Messer. Ich hatte jetzt so eine Angst, dass sie irgendwie sagen, das wird vielleicht nicht gehen. Teenager im Schönheitswahn. Hier ist das Sat.1 Magazin. Jede zweite Frau hat ihn und er macht das Leben schwer. Der C, der einfach aus der Reihe tanzt und außerdem noch ziemlich schmerzhaft ist. Ich meine diesen dicken Knubbel am großen C. Ein Knubbel, der es den betroffenen Frauen unmöglich macht, sexy Schuhe zu tragen. Birgit Heuer hat eine Frau getroffen, deren letzte Hoffnung auf einen normalen Fuß eine ganz neue OP-Methode ist. Rilana auf dem Weg ins Schuhgeschäft. Was für die meisten Frauen ein Vergnügen ist, ist für sie jedes Mal der totale Frust. Der Grund ist dieser unschöne, dicke Knubbel an ihrem rechten Fuß. Damit sind für sie all die schönen Pumps, Peep-Toes und High-Heels, die jetzt der letzte Schrei sind, tabu. Denn mit diesem vergrößerten Großzehballen, dem sogenannten Hallux Valgus, wird jeder Schuhkauf der Medizinstudentin zum Horrortrip. Ach nee, damit kann ich ja gar nicht aufstehen. Nein. Doch welches Modell sie auch probiert, letztendlich bleibt die frustrierende Erkenntnis, dass keiner dieser sexy Schuhe zu diesen Füßen passt. Geht noch schwieriger als bei dem ersten leider. Na, da ärgert man sich doch. Sie fühlt sich wie Aschenputtels böse Schwester. Der Schuh will einfach nicht passen. Ja, ich meine die ganze Zeit durch die Stadt rennen, kein einziger Schuh. Und ich möchte die halt auch so gerne mal anziehen. Jedes Paar Schuhe kann sie immer nur eine Saison tragen. Oft sind die zwei Nummern größer und ganz flach. Nach einem Schuhkaufmarathon ist Rilana schnell pflastermüde. Ach so, Shopping macht Spaß, aber nach 2 Stunden ist mit meinem Fuß einfach genug. Das tut weh, es drückt, mein Rücken tut mir auch weh. Ich bin erledigt. Mehr als 10 Millionen Menschen plagt allein in Deutschland das gleiche Schicksal. Auch Promis wie Victoria Beckham leben mit dem vergrößerten Großzehballen. Rilana trifft es besonders hart. Sie hat den sogenannten Hallux Valgus an beiden Füßen bereits seit ihrer Jugend und wurde vor 16 Jahren schon einmal operiert. Eigentlich kommt der Hallux Valgus danach nicht wieder, aber an einem Fuß hat die OP nicht funktioniert. Rilana ist heute wieder entschlossen, will sich noch einmal operieren lassen, auch wenn sie keine guten Erinnerungen an die letzte OP hat. Ich habe sehr lange einen Gips getragen, erst einen, mit dem ich gar nicht auftreten konnte und stützen. Dann habe ich noch Ewigkeiten einen Gehgips getragen und ich habe 3 bis 6 Monate gebraucht, um wieder in meinen Alltag zurückkehren zu können. Eine neue Operationsmethode verspricht die schnelle Heilung und darin liegt für sie die Hoffnung. Operieren lassen will sie sich von einem Facharzt für Chirurgie. Wo liegt eigentlich die Ursache für den verformten Großzehballen? Bei den meisten Patienten können wir feststellen, dass in der Familiengeschichte, in der Familienanamnese, so wie wir das nennen, ein Hallux Valgus schon zugrunde gelegen hat. Sei es bei den Großeltern oder bei den Eltern. Es ist nicht selten, dass er eine Generation überspringt. Dennoch ist es so, dass wir den Hallux Valgus auch als Zivilisationserkrankung bezeichnen können, vornehmlich bei Frauen. Frauen tragen hohe Absätze und dadurch ist der Hallux Valgus bei Frauen öfters festzustellen. Dennoch sind die hohen Schuhe nicht die Ursache. Sie verschlimmern allerdings die Krankheit. Mit zunehmendem Alter treten Schmerzen auf, weil sich der Fuß im Laufe des Lebens austritt. Rückenschmerzen kommen dazu, denn die meisten rollen beim Laufen nicht mehr richtig ab. Bei der 31-Jährigen hat der große Zeh keinen Bodenkontakt mehr. Sie läuft dadurch schief. Mit der Operation soll das korrigiert werden. Und was wird dabei wie gerichtet? Zur Korrektur des Hallux Valgus wird der Mittelfußknochen an der Stelle, wo er am härtesten ist, im Schaftbereich in seiner Mitte, durchtrennt. Dann wird der Kopfbereich im Verhältnis zum Basisbereich nach außen in Richtung zweiter Mittelfußknochen oder zweiter Zeh verschoben. Dadurch stellt sich der Zeh in die gerade Ausrichtung, die Beule verschwindet und das Ganze wird stabilisiert mit einer Titanplatte. Diese Platte wird dann mit Schräubchen auf den Knochen rangeschraubt. Die Operation allerdings muss von Kassenpatienten zur Hälfte selbst bezahlt werden. Das sind rund 1.600 Euro. Private Kassen übernehmen die Kosten komplett. Wer sich die teure OP nicht leisten kann oder will, für den gibt's ganz neu eine Schiene, die vor allem nachts getragen werden soll. Diese kostet nur 60 Euro. Und was bringt sie? Da kann man letztendlich keine Korrektur erwirken. Man kann höchstens die Beschwerden eventuell lindern. Für Rilana ist das keine Alternative mehr.
In der Schlossklinik in Potsdam hat sie heute ihren Operationstermin. Ich bin aufgeregt. Es ist diesmal anders als sonst. Aber alle haben mich gut aufgeklärt. Darum geht es mir nicht schlecht. Dr. Raman Sadeh operiert täglich bis zu 3 Patienten mit Hallux Valgus. Die meisten sind 40 Jahre oder älter. Die Operation wird unter Vollnarkose vorgenommen und dauert 40 Minuten. Im Endeffekt ist der Strahl korrigiert, die Beule ist weg von der Innenseite. Und wenn ich jetzt den Fuß nochmal von unten betaste, dann merke ich auch, dass ich am ersten Mittelfußknochen wieder mehr Druck habe. 3 Tage später. Rilana wird heute aus der Klinik entlassen und macht ihre ersten Gehversuche. Okay. Ich lasse sie mal los. Ja. Laufen Sie alleine, keine Angst. Mhm. Genau, wunderbar. Ich bin sogar sehr erstaunt, dass ich alleine laufen kann. Und ich habe mich auch erst gar nicht getraut, weil so kannte ich das nicht bei der letzten Operation. Da habe ich ja 3 Wochen lang einen Liegegips gehabt und jetzt stehe ich hier gleich nach der OP frei. Sehr schön. Die Schiene verwächst mit dem Knochen, wird also nicht entfernt. So muss Rilana nur noch ein paar Wochen warten, bis auch sie solche sexy Schuhe tragen kann.